Hallo Kackbratzen. Hey. Oh, Scheiße da. Hey. Scheiße. Leck mir was. Los, weg. Die eigene Mühlhäuser. Grundsätzlich kann man sich ja über Geschenke freuen, aber nach Silent Hill Ascension muss man wirklich vorsichtig sein, ob das brandneue Silent Hill The Short Message nicht doch ein ranziger Kackhaufen ist, den uns Konami vor die Tür gesetzt hat. Die Frage ist, ob man sich als Silent Hill-Fan noch überhaupt Hoffnungen machen darf, ob man von Konami, dem einst so großartigen Publisher, der sich in den letzten Jahren in einen Verein von Hurensöhnen verwandelt hat, der systematisch einfach jedes gute Franchise aus unserer Vergangenheit zerstört, noch irgendwas erwarten darf. Natürlich freute ich mich als Fan damals über die Ankündigung von Silent Hill F. Zumindest sah der Trailer ganz vielversprechend aus und die Serie hat einen neuen Blockbuster absolut nötig. Aber nach der hingerotzten lauwarmen Pisse, die sich Silent Hill Ascension nennt, dieses sogenannte massive interaktive Live-Event, das voll von beschissenen Mikrotransaktionen und Pay-to-Leck-Mich-Arsch-Kram ist, auch der optimistischste Silent Hill-Fan konnte hier gar nicht so viel fressen, wie man kotzen musste. Dieser Brechdurchfall, der von Anfang an dazu konzipiert war, die treuesten Fans bis aufs letzte Hemd auszuziehen und dann unverschämt abzuzocken und auch noch für den letzten verfickten Sticker noch grinsend die Hand aufzuhalten, war eigentlich das letzte große Signal, dass die Silent Hill-Serie am Ende ist. Ob das mit dem Remake vom zweiten Teil noch was wird? Nach dem letzten Trailer, aber eigentlich schon seit der ersten Ankündigung, geht die Wahrscheinlichkeit gegen Null. Immerhin hat man es immer noch mit dem Blooper-Team zu tun, die nicht wirklich bekannt für tolle Spiele sind. Zudem kommen dann noch haarsträubende Gameplay-Änderungen, mit denen man sich vom Ur-Silent Hill auch noch so weit wie möglich verabschiedet, dass man am Ende zwar ein grafisch nettes Ergebnis hat, das aber am Ende so schön wie Moppelkotze ist. Guti! Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. Nun hat man uns The Short Message vor die Füße gerotzt. Es kostet uns zwar keinen Euro, aber gut 1,5 Stunden unserer kostbaren Lebenszeit. Das heißt, wenn man es schafft, das sogenannte Spiel von Anfang bis Ende auch ohne Probleme durchzuspielen. Bei meinem ersten Durchgang gingen 2 Stunden drauf. Diese waren unterteilt in 1 Stunde purer Langeweile und 1 Stunde purer Hass und Frust. Sollte das jetzt wirklich ein Horrorspiel sein, dann dürft ihr mich ab jetzt Katinka nennen. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Man darf sich echt fragen, was sich Konami hierbei gedacht hat. Man hat krampfhaft versucht, das absolut geniale und einzigartige PT von Hideo Kojima zu kopieren. Dieser sogenannte spielbare Teaser hätte das Silent Hill-Franchise retten können. Allerdings sah Konami es vor, Hideo Kojima einen Arschtritt zu verpassen und stattdessen einen Haufen Code auf das Silent Hill-Franchise zu setzen. Gut gemacht! Dafür haben sie echt einen Applaus verdient. Mit einem Stuhl. In die Fresse. Das Problem ist nur, dass man nur halbherzig versucht hat, irgendwie die gruseligste Demo aller Zeiten zu kopieren und leider ist man auf halbem Weg irgendwie von der Straße abgekommen. Etwas, was unzählige Indie-Entwickler zigtausendfach schon besser kopiert haben, wird von eigentlichen Erfinder der Horrorserie nicht mal ansatzweise gut umgesetzt. Dort, wo ein PT einem ab der ersten Sekunde einem eine Heidenangst einjagt, verspürt man in The Short Message einfach nur gähnende Leere. Ein 0815 Teenager-Drama mit sehr viel Triggerwarnung mit nichts dahinter. Loser. Stupid. Liar. Crazy. Cry, baby. Wie PT wird The Short Message aus der Ego-Perspektive gespielt und der Spieler befindet sich in einem Gebäudekomplex, das man mittels einer Schleifenstruktur erkunden darf. So wird man bestimmte Bereiche mehrmals durchqueren müssen, allerdings jedes Mal mit einer kleinen Änderung. Getrennt werden die Schleifen durch einen Pseudo-Bosskampf, in dem man vor einem einzigen Monster in einem Labyrinth davonlaufen muss. Dazu später mehr. Anders als in PT kann man in The Short Message also ins Gras beißen und hier muss man einen Sack voll Geduld mit sich bringen. Die Geschichte ist so einfallsreich wie eine durchschnittliche Daily Soap. Man schlüpft in die Rolle der Schülerin Anita, die nicht nur eine schwierige Kindheit hatte, sondern auch noch in der Schule gemobbt wurde und einen Hang zu selbstverletzenden Handlungen hat. Konami spart auch nicht mit Warnungen, denn The Short Message befasst sich mit einer Reihe schwerwiegender Themen, darunter Selbstmord, Depression, verdrängte Erinnerungen und die Gefahren sozialer Medien. Allerdings schmeißt man nur belanglos alle Themen in einen Topf, ohne daraus einen wirklich tiefgründigen Horror zu kochen. Obwohl die Hintergrundgeschichte in den Silent Hill-Spielen schon immer formbar war, wenn in sich nicht gar widersprüchlich, drehte sich das Hauptthema immer darum, dass die Hauptfigur durch eine selbstgeschaffene Hölle wandern muss, die speziell auf die inneren Dämonen jedes Charakters zugeschnitten ist.
Nicht immer landet man in einem Loch ohne Ausweg. Manchmal versprühte man auch die Hoffnung, dass es sich nur um ein vorübergehendes Ereignis handeln könnte, aus dem man sich mit sehr viel Anstrengung doch noch irgendwie erretten könnte. The Short Message will da irgendwie in der letzten Kategorie mitspielen, aber verfehlt das Ziel kilometerweise. Die Story, die sich nicht nur um Anita, sondern auch um deren zwei Freundinnen dreht, mag zwar von der Idee her nett sein, zündet aber am Ende nicht. Ich will auch nicht zu viel verraten, um euch nicht den letzten Rest Spaß zu verderben. Grundsätzlich suggeriert das Spiel, dass man Silent Hill überall haben kann, sogar in einer seltsamen deutschen Stadt voller japanischer Teenager, in der das Spiel spielt. Es fühlt sich wie eine alberne Ergänzung der Lore an. Silent Hill war schon immer irgendwie weniger eine Stadt als vielmehr eine Atmosphäre, aber The Short Message bringt diesen Ansatz komplett durcheinander. Das Problem ist auch, dass das Gameplay quasi nicht vorhanden ist. Die meiste Zeit läuft man einfach nur langsam durch ein verlassenes Wohngebäude und liest endlose Tagebuchseiten und Zeitungsausschnitte. Im Prinzip den üblichen langweiligen Kram also. Hier besteht für den Spieler absolut keine Gefahr, außer dass er vielleicht vor lauter Langeweile einschläft und von der Couch fällt. Mal abgesehen von einem Rätsel, in dem man die Kombination für ein Vorhängeschloss suchen muss, gibt es absolut nichts zu tun. Wo das Spiel dann wirklich in Fahrt kommt, sind die Labyrinth-Sequenzen, in denen man von einem mit Blumen bewachsenen Monster verfolgt wird. Die beiden ersten Fluchtsequenzen durch das Labyrinth sind noch einigermaßen leicht schaffbar, da man im Prinzip nur dem Licht folgen muss. Das dritte Labyrinth ist dann schon eine Spur härter und das letzte Labyrinth brachte mich beinahe dazu, den ohnehin schon mit Drift-Problemen geplagten Controller in der Wand zu versenken. Bei der letzten Flucht gilt es nicht nur einen Weg raus aus dem Labyrinth zu finden, sondern man muss zwischendrin auch noch 5 Hinweise aufgabeln. Und dies in aller Hektik, denn das Monster ist meist nur einen Augenblick entfernt und taucht oft aus dem Nichts aus. Jedes Mal, wenn einen das Monster erwischt, muss man erneut durch das Labyrinth laufen und erneut alle Hinweise einsammeln. Wer sich bei all dieser Hektik auch noch den Weg durch das Chaos merken kann, hat eindeutig einen Orden verdient. Vor allem, da es absolut schwierig ist, seine Ruhe zu behalten und nicht beim 30. Mal, indem man ins Gras beißt, auszuticken. Man darf sich echt fragen, was man sich hierbei gedacht hat. Erst wird man mit einer komplett überflüssigen und austauschbaren Story geplagt und dann dreht man das Stresslevel komplett auf 100 auf. In den stillen Phasen verspürt man nicht mal ansatzweise sowas wie Angst. Die Atmosphäre ist so spritzig wie abgestandenes Spülwasser. Nicht mal der typische Silent Hill Sound ist existent. Damit man eben nicht komplett vor Langeweile einschläft, gibt es ab und an Kurznachrichten aufs Telefon, die irgendwie die Story vorantreiben wollen. Von daher auch der Titel des sogenannten Spiels. Aber allein die Benutzung des Telefons reißt den Spieler aus der ohnehin schon nicht vorhandenen Atmosphäre raus. Und dann hilft es auch nicht, dass das Drehbuch klobig und umständlich geschrieben und zudem auch noch schlecht übersetzt wurde. Das macht sich vor allem bei den Live-Action-Zwischensequenzen bemerkbar, die offensichtlich auf Japanisch gedreht und dann komplett übel und nicht mal einigermaßen lippensynchron vertont wurden. I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. Und man stellt sich die Frage, warum man überhaupt echte Schauspieler verwendet hatte und nicht die Zwischensequenzen in der Spielgrafik umgesetzt hat. Warum dieser Stilbruch? Für eine Extraportion falsche Realität? Und wenn dieses Spiel angeblich in einer deutschen Stadt spielen soll, warum erinnert mich absolut nichts im Spiel daran, dass The Short Message auch wirklich in Deutschland spielt? Ein paar Briefe und Zeitungsausschnitte helfen absolut null dabei, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. Und auch der Versuch, nicht nur ein, sondern mehrere brisante Themen zu verwursten, ging absolut in die Hose. Es scheint, als hätte man irgendeine Checkliste mit Themen abklappern müssen. Allerdings ohne Sinn und Verstand. The Short Message hat nicht ansatzweise die Kapazität, sich mit diesen ernsten Themen auch nur ansatzweise ernsthaft auseinanderzusetzen. Bei einem Spiel, das nicht mal 1,5 Stunden dauert, wobei die Hälfte in einem abgefuckten Labyrinth spielt, ist dies vermutlich auch nicht möglich. Optisch ist das Spiel ja ganz okay, allerdings geht in den Labyrinth-Sequenzen die Bildrate leicht in die Knie, was teilweise ein echtes Hindernis darstellen kann. Wenn man sich nicht gerade in einem Labyrinth befindet, wirkt das Spiel auch äußerst steril und unauffällig. Wie gesagt, waren die Entwickler nicht ansatzweise fähig, auch nur ein Gramm Atmosphäre ins Spiel einzubauen. Einmal musste ich sogar fast lachen, als mir das Spiel die typisch wackelnde Deckenlampe präsentierte. Horror kann man bei Konami. Es ist ja nicht so, dass The Short Message ein absolut beschissenes Desaster ist wie dieses abgefuckte Ascension. Wenn man so will, ist es ein komplett mittelmäßiges Spiel. Allerdings sucht man den Horror vergebens und es wäre auch besser, wenn man den Namen Silent Hill mit Tippex entfernt. Und dann ist es noch nicht mal das schrecklichste Silent Hill Spiel. Zumindest hier hat man einen Pluspunkt verdient. Es ist eben nur eine weitere enttäuschende Neuauflage einer inzwischen langweiligen Idee, die schon tausendfach zu Tode kopiert wurde. Und dann hat man nicht mal gut kopiert. Am Ende verspürt man vielleicht einen Hauch Silent Hill, aber das reicht eben nicht. Es heißt ja, dass die Hoffnung zuletzt stirbt.
Aber wenn man sich so umsieht, dann könnte man meinen, dass man die Silent Hill-Serie doch vielleicht schon früher zu Grabe trägt, als es einem lieb ist. Das Problem ist auch, dass das ursprüngliche Entwicklerteam schon nach dem dritten Teil was komplett anderes machen wollte, aber Konami die Kuh bis auf den letzten Tropfen melken möchte. Es blieb also von der ursprünglichen Idee schon seit 20 Jahren nichts mehr übrig und jeder Silent Hill-Titel danach konnte nur ein Griff ins Klo werden. Ich persönlich glaube nicht, dass das Remake des zweiten Teils gut wird, aber zumindest bleibt ein Rest Hoffnung, dass mit Silent Hill F wenigstens ein Titel veröffentlicht wird, der wirklich zurück zu den Wurzeln geht und uns endlich wieder den allerfeinsten Horror präsentiert. Aber vielleicht sollte ich auch aufhören zu träumen. I am here for you, Anita. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.